funktionierendes Immunsystem läuft bei uns nichts. Tagtäglich ist es mit der Abwehr von Bakterien, Pilzen, Parasiten und Viren beschäftigt. Doch nicht immer gelingt es den erfahrenen Immunzellen, den Feind erfolgreich in die Flucht zu schlagen. Besonders Viren einer bestimmten Sorte haben es über Millionen von Jahren geschafft, der Kontrolle des Immunsystems weitgehend zu entgehen und sich in unserer Körper-WG einzunisten. Herpesviren. Sie breiten sich nach einer Infektion ein bequemes Nest in den Nervenwurzeln unseres Körpers und verbleiben dort ein Leben lang. Es gilt einmal Herpes, immer Herpes. Ein wichtiger und relativ unbekannter Vertreter der Herpesviren ist das Zytomegalie-Virus. Über die Hälfte der Bevölkerung ist mit diesem Virus infiziert, meist ohne es zu bemerken. Der Erreger kann unsere Immunabwehr so geschickt manipulieren, dass Großfahndungen nach diesem unliebsamen Mitbewohner zwecklos sind. Denn das Zytomegalie-Virus ist ein Meister, wenn es ums Versteckspiel geht. Einmal an seinem Zielort angelangt, können wir es kaum noch bekämpfen. Normalerweise merken wir davon nichts. Das Virus befindet sich in einem Ruhezustand und verharrt reglos in seinem Quartier. Doch sobald unsere Immunabwehr geschwächt wird, erwacht es aus dem Winterschlaf und kann außer Kontrolle geraten. Man spricht dann übrigens von einer Reaktivierung des Virus. Und das kann sehr gefährlich sein, vor allem für immungeschwächte Empfänger von Organtransplantationen. Denn das Risiko für eine Abstoßung des empfangenen Organs steigt. Das Virus kann aber auch selbst einen Angriff auf den Körper starten. Darm, Leber, Lunge und Augen sind dabei die bevorzugten Angriffspunkte. Aber auch für Föten, Säuglinge und Menschen höheren Alters kann das Zytomegalie-Virus eine Gefahr darstellen. Infizieren sich Schwangere und übertragen den Erreger auf das ungeborene Kind, kann es zu Entwicklungsstörungen und Gehörschäden kommen. Besonders im ersten Schwangerschaftsdrittel ist die Infektion oft sehr kritisch. Das Übertragungsrisiko liegt bei 20% und in mehr als der Hälfte der Fälle erleidet der Fötus bei Ansteckung schwere Schäden wie Taubheit, Blindheit oder Intelligenzminderung. Bei Menschen mit Immunschwäche, wie beispielsweise AIDS-Patienten, kann das Virus außerdem schwere Lungenentzündungen, Darmentzündungen und Augenentzündungen auslösen. Mehr als jeder Zweite stirbt an der Infektion. Noch immer wissen wir viel zu wenig über den Erreger und das Gleichgewicht zwischen Mensch und Virus, das sich scheinbar seit Jahrhunderten zwischen den beiden eingestellt hat. Möglicherweise leben wir sogar in einer Art Symbiose miteinander, wie viele Wissenschaftler vermuten. Eine solche Zweckbeziehung könnte nicht nur Risiken, sondern auch bislang ungeahnte Vorteile für uns bieten. So könnten Zytomegalie-Viren uns beispielsweise gut bei der Abwehr von anderen Eindringlingen unterstützen. Tatsächlich gibt es Studien, die nahelegen, dass man als CMV-Infizierter besser gegenüber bakteriellen Erkrankungen geschützt ist. Andere Untersuchungen fanden heraus, dass man auf Grippeschutzimpfungen mit höheren Antikörpertitern reagiert und eine erhöhte Anzahl von zirkulierenden Immunzellen im Blut aufweist, wenn man mit dem Virus befallen ist. Besonders in der Jugend scheint das Zytomegalie-Virus also ein unschlagbarer Mitbewohner für uns zu sein. Ganz anders sieht es aber im Alter aus. Dann kippt die Beziehung und man möchte das Virus am liebsten wieder vor die Tür setzen, denn es richtet ziemlich viel Unheil im Körper an. Forschungsergebnisse zeigen, dass eine Infektion mit dem Zytomegalie-Virus im Alter die Sterblichkeit erhöht. Das Risiko für altersbedingte Erkrankungen wie Demenz, Diabetes, Schlaganfälle oder Herzinfarkte steigt an. Unsere Immunabwehr, die das CMV-Virus normalerweise in Schach hält, beginnt zu bröckeln. Und je älter wir werden, desto mehr lässt die Schutzwirkung nach. Anscheinend befeuert diese Situation Entzündungsvorgänge im Körper, die mitunter zu lebensgefährlichen Situationen führen können. Doch wie kann man sich vor dem Zytomegalie-Virus schützen? Bis vor kurzem gab es nur wenig spezifische Medikamente auf dem Markt. Ein großes Problem stellen vor allem die umfangreichen Nebenwirkungen dar, die mit einer effektiven Bekämpfung des Virus einhergehen. Will man es abtöten, dann zieht das auch körpereigene Zellen in Mitleidenschaft, denn die Angriffspunkte beziehen sich auf Strukturen, die auch wir selber zum Wachstum benötigen. Die Mittel Ganciclovir und Valganciclovir beispielsweise schädigen das Knochenmark. Eine weitere Option sind die Medikamente Cidofovir oder Foscarnet, welche zwar auch gegen CMV wirken, aber die Nieren kaputt machen können.
Deutsche Forscher arbeiten deswegen schon lange daran, eine nebenwirkungsärmere Waffe zu schmieden, mit der man dem Virus effektiv auf den Leib rücken kann, ohne unsere körpereigenen Zellen zu gefährden. Und tatsächlich hatten sie Erfolg. Vor einigen Jahren entwickelten die Wissenschaftler Professor Rübsam-Schäf und Dr. Zimmermann der Firma iCuris aus Wuppertal ein Medikament, das eine völlig neue Möglichkeit der Bekämpfung des Zytomegalie-Virus bietet. Für ihre Entdeckung wurden sie mit dem Deutschen Zukunftspreis 2018 des Bundespräsidenten ausgezeichnet. Ihr entwickeltes Medikament namens Letermovir ist dabei echt tricky. Es hemmt nämlich ein virusspezifisches Enzym, die sogenannte virale Terminase. Dieses Enzym kann man sich vorstellen wie eine Schere. Es zerschneidet während des Vermehrungsprozesses des Virus seine DNA in kleine Häppchen von einheitlicher Länge. Macht man die Schere mittels eines Medikaments kaputt, entstehen auf einmal unterschiedlich lange DNA-Schnipsel, also ganz große und ganz kleine, die so nicht mehr richtig in die Virushülle verpackt werden können. Das Virus kann also keine funktionierenden Nachkommen mehr erzeugen und wird damit in seiner Ausbreitung gestoppt. Das Besondere an dem neuartigen Wirkmechanismus: Im menschlichen Körper besitzen wir keine solche Enzymschere, somit sind also unsere eigenen Zellen geschützt. Dadurch ist Letermovir im Gegensatz zu anderen Wirkstoffen insgesamt sehr gut verträglich. Der Weg bis zum fertigen Medikament war allerdings kein leichter, wie man sich gut vorstellen kann. Professor Rübsam-Schäf hatte mit einigen Schwierigkeiten und Hindernissen zu kämpfen. Jahrelang suchte sie beim Pharmakonzern Bayer nach Wirkstoffen gegen Infektionserreger, wie eben den Zytomegalie-Virus. Sie fand tatsächlich einige geeignete Kandidaten, doch nach einhergehender Prüfung musste sie leider feststellen, dass sich diese beim Menschen so nicht einsetzen lassen. Der Unterschied zwischen Laborergebnissen und der tatsächlichen Anwendbarkeit in der Medizin ist oftmals sehr groß. Statistisch gesehen schafft es dabei nur eines von 10 Medikamenten auf den Markt. Aber die Wissenschaftlerin gab nicht auf. Sie suchte immer und immer weiter nach einem Wirkstoff, der besonders nebenwirkungsarm den Virus bekämpfen kann. Und tatsächlich fand sie diesmal noch vielversprechendere Substanzen. Doch dann der nächste Schock. Bayer verkündete kurze Zeit später, dass es ihre Forschungsaktivitäten nicht weiter unterstützen kann. Was also tun? Professor Rübsam-Schäf ist eine beeindruckend mutige Frau, die Herausforderungen nicht scheut. Kurzerhand beschloss sie, ihr eigenes Unternehmen zu gründen, um die Forschung an den erfolgsversprechenden Wirkstoffen weiterzuführen. Sie sollten nach all ihren Mühen nicht in irgendeiner Schublade verschwinden. Von der Wissenschaftlerin zur Unternehmerin und nebenbei noch alleine ein Kind großziehen, man kann sich vorstellen, dass das gerade für weibliche Forscherinnen kein einfacher Schritt ist und nur mit echter Hingabe und jeder Menge kreativer Lösungen bewältigt werden kann. Ihren Teil des Preisgeldes vom Deutschen Zukunftspreis will Professor Rübsam-Schäf deswegen auch in die Förderung von jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen investieren, damit sie es einmal leichter haben, ihre Visionen zu verfolgen. Was ein Glück für uns, dass die Forscherin nie aufgegeben hat und das innovative CMV-Medikament zur Marktreife entwickeln konnte. Über 10.000 Patienten wurden bereits mit dem Wirkstoff behandelt und einigen von ihnen damit auch das Leben gerettet. Bislang ist Letermovir nur für die präventive, also die vorsorgliche Behandlung bei Knochenmarkstransplantationen zugelassen. In Zukunft könnte man es aber auch bei aktiven Infektionen mit dem Zytomegalie-Virus, zum Beispiel bei immungeschwächten AIDS-Patienten, bei Neugeborenen oder auch den Empfängern von anderen Organtransplantaten, wie zum Beispiel Nierentransplantaten, einsetzen. Und vielleicht wird es irgendwann eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Alterskrankheiten spielen und unseren geschätzten Mitbewohner aus Studentenzeiten wieder vor die Tür setzen. Dann hätten wir unseren Körper endlich wieder für uns alleine. Und seien wir mal ehrlich, mit 80 hat man doch die WG-Zeit auch längst hinter sich gelassen.
Come here, baby. Come here.